Hallo, in diesem Video mal eine Alternative zu der iTunes-Software, die Sie eventuell normalerweise benutzen, um die Musikstücke auf Ihrem iPod zu verwalten. Wir starten unseren Webbrowser und befragen unsere Standard-Suchmaschine nach einem Programm namens SharePod. Wir sollten finden als URL www.getsharepod.com. Da klicken wir drauf. Dann haben wir hier oben direkt Download. Und hier die neueste Version. Einfach hier draufklicken, runterladen, auspacken. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Deswegen liegt am Ende eine Datei in diesem Paket drin, SharePod Exe. So, natürlich haben Sie zu diesem Zeitpunkt schon Ihren iPod angeschlossen. Den habe ich jetzt hier auch als Laufwerk H. Der muss hier als Laufwerk erkannt werden. Wenn das eventuell bei Ihnen nicht der Fall ist, weil Sie Ihren iPod gerade erst haben und noch nie an Ihrem Rechner angeschlossen haben, dann müssen Sie den iPod erstmal formatieren, bevor Sie dann eben darauf ganz normal als Festplatte zugreifen können. So, also vorausgesetzt, Sie haben das schon mal gemacht, kopieren wir den oder beziehungsweise die SharePod-Exe in den Zwischenspeicher, dann wechseln wir auf unseren iPod und fügen iPod-Exe hier wieder ein. Natürlich ist das Rüberkopieren von SharePod-Exe auf den iPod nicht Pflicht. Wir hätten es jetzt auch ganz normal von der Festplatte aus starten können. Hätte jetzt vom Handling her hier keinen Unterschied bedeutet. Trotzdem denke ich mal, ist es eine sehr gute Angelegenheit, das Teil direkt mit sich rumzutragen, denn es ist ja durchaus möglich, dass Sie mal an einem anderen Rechner sitzen. Zum Beispiel Sie joggen von hier aus ins nächste Internetcafé, um sich dann dort kurz anzuschließen, eventuell die neuesten Songs runterzuladen und dann halt diese direkt auf Ihren iPod zu kopieren. Und in dem Fall müssten Sie natürlich dann immer erst wieder erneut SharePod installieren, beziehungsweise aus dem Internet runterladen. Das haben Sie hiermit alles umgangen, denn Sie brauchen die Anwendung ja nur in Zusammenhang mit Ihrem iPod. Also ist es das Beste, das Ganze direkt dabei zu haben. Also werden wir das jetzt hier direkt von unserem iPod aus starten mit einem Doppelklick. Werden die ganzen Songs direkt eingelesen und angezeigt. Und jetzt bitte keine Witze über die Songs, die drauf sind. Das ist nicht mein iPod. Ich kann also nichts dafür. Das Ganze ist super einfach gehalten. Wir haben die Möglichkeit, neue Playlists zu erstellen und natürlich Playlists zu entfernen. Oder halt, wir knallen einfach alles irgendwo mitten rein, wenn wir sowieso immer alles hören wollen. Wir können hier unsere Dateien, die wir anwählen, die wir markieren, so zum Beispiel jetzt mal alle, die können wir jetzt hier auf den PC kopieren. Oder halt, der wahrscheinlichere Fall, umgekehrt, Dateien, die wir auswählen, einfach auf den iPod kopieren. Ist genauso möglich. Oder halt das Zwischending einfach den iPod mit einem Verzeichnis auf unserem Rechner synchron halten. Natürlich können wir auch Dateien kopieren, indem wir Drag and Drop anwenden. Ich habe das jetzt hier mal gemacht. Eine Datei nehme ich einfach in die Hand, über den iPod. Normalerweise werden Sie ja nicht mit einer 800x600er Auflösung arbeiten, deswegen wird das bei Ihnen wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein. Also einfach dort angekommen, lasse ich sie fallen, wird die Datei schnell rüber kopiert. So, das war es dann schon. Jetzt haben wir sie hier unten drin. Musikstücke entfernen ist natürlich genauso leicht. Einfach das entsprechende Musikstück anwählen, rechte Maustaste, Delete vom iPod oder eben einfach nur aus der Playlist schmeißen, wenn wir dann was hin und her schieben wollen. Ansonsten das Übliche, wir haben eine Suchfunktion für den Fall der Fälle, dass Sie das halbe Internet in Form von MP3-Dateien bei sich auf dem iPod haben und natürlich hier die Option, den iPod abtrennen, damit in dem Moment, wo er das hier gepeilt hat, so, jetzt ist es weg, dann können wir den iPod abziehen. Also eine super einfache Geschichte und auf jeden Fall besser als iTunes. Okay.